Bis 2019 bleibt sie an Bord. Die Kapitänin Melanie Behringer trägt noch gut 3 Jahre Rot. Dass die Farbe ihr steht und ihre Leistungen maßgeblich halfen, die Meisterschaft zu holen, steht außer Zweifel. Und so soll es auch weitergehen. Für mich war die Entscheidung eigentlich sehr, sehr einfach. Ich fühle mich hier richtig wohl. Wir haben eine super Mannschaft, ein super Trainerteam. Es läuft sehr, sehr gut und ich will einfach bei der Entwicklung dabei sein. Ich denke, die ist noch lange nicht abgeschlossen und wir haben noch vieles vor mit Bayern. Und da freue ich mich, dass ich dabei sein kann. Das Gesamtpaket passt einfach. Melanie Behringer schätzt die Philosophie des Vereins und die Erfolgsaussichten mit dem Team. Das Ziel für diese Saison, das Double. Und dafür müssen sie in Sand bestehen. Wir wollen natürlich jetzt ins Pokalfinale einziehen. Das ist unser großes Ziel jetzt am Wochenende gegen Sand. Aber wir wissen, wie schwer das wird. Die sind sehr, sehr heimstark, haben auch schon große Gegner geschlagen in der Bundesliga. Deshalb sind wir auf alles gefasst. Wir stellen uns sehr, sehr gut ein aufs Wochenende und natürlich wollen wir dann das Spiel gewinnen. Zweimal hat Behringer mit Ex-Club Frankfurt den Pokal holen können. Sie weiß also ganz genau, wie sich ein Erfolg beim Finale in Köln anfühlt. Das ist einfach ein Riesenspiel vor so vielen Zuschauern in so einem schönen Stadion. Und wenn man dann den Pokal auch noch gewinnt, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Deshalb werden wir dafür alles tun am Wochenende, dass wir ins Finale kommen. Und dann schauen wir mal, wie es endet. Wer nach Köln will, muss also in Sand bestehen. Keine leichte Aufgabe, die eine spezielle Vorbereitung erfordert. Denn der Platz in Sand ist kleiner, das Gras bisweilen höher und die Zuschauer emotionaler als anderswo in der Liga. Also das wird ein sehr, sehr heißes Spiel werden am Sonntag, aber wir trainieren auch dementsprechend und ja, ich denke, wir sind auf alles gefasst. Was kann man da trainieren? Spielfeld verkleinern oder? Ja, so etwas genau. Bälle ein bisschen weniger Luft reinmachen, den Rasen mal nicht mähen. Also da haben wir schon einiges im Kopf oder haben wir auch schon einiges umgesetzt. Und ich denke, da wird uns dann nichts überraschen. In der Liga hat Melanie Behringer mit ihrem Team zuletzt 2:0 gegen die Baden-Württembergerinnen gewinnen können. Auch dank einer Vorlage und eines Treffers der Spielführerin. Doch wie immer war es kein leichtes Spiel gegen den Vierten der Bundesliga, der häufig für Überraschungen gut ist. Man sieht einfach, dass sie als Team super zusammenarbeiten. Ich glaube, die stehen auch zurecht da vorne, haben den einen oder anderen großen Gegner geschlagen. Und deshalb wird es am Sonntag sehr, sehr spannend werden. Der Plan steht, ein Sieg in Sand, danach der Pokalgewinn und dazwischen noch die Titelverteidigung. Und das Double könnten sie dann im Idealfall wieder mit den Männern feiern. Das wäre natürlich überragend. Also wäre eine Sensation, wenn wir das beides schaffen, auch die Männer. Ich glaube, das gab es so noch nie. Für uns wäre es klar das erste Mal, dass wir dann beides gewinnen würden. Aber wir haben noch Spiele und das wissen wir auch. Und ja, wir fokussieren uns jetzt aufs nächste Spiel. Und wenn dann aber schlussendlich alles klappt, dann sind wir natürlich total glücklich. Melanie Behringer und ihr FC Bayern vor dem Pokal-Halbfinale. Es ist noch viel zu tun bis 2019.